Hallo, ihr Lieben. Die Madness ist mit euch. Ja, also ich bin jetzt wirklich mad. Ich habe eine Woche lang hier gehört, gelauscht, röhren rein, röhren raus. Es ist schon ein ordentliches Stück Arbeit. Also ich habe jetzt nicht gedacht, wie viel Arbeit das ist. Man muss ja die Röhren vorlaufen lassen, aufwärmen lassen und man muss sie auch wieder abkühlen lassen, bevor man sie wechselt. Ich kann ja keine heiße Röhre rausreißen, das würde sie töten. Und es sind viele Röhren. Ich habe ja auch 4, 5 verschiedene Gleichrichterröhren, die Treiberröhren und dann noch die Kondensatoren. Ja, eine ganz große Überraschung ist die, dass die gesamte Kette, also es geht ja jetzt hier um den Musical Paradise MP701 in Verbindung mit der FM300A, den FM300A-Klon. Ja. Diese Kette ändert mit ein und derselben Röhre ihren Klang, wenn man einen Dreiwege-Lautsprecher dranhängt oder die Petit dranhängt, also einen Breitbänder ohne Frequenzweiche. Was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, dass die Röhre, die mit der Petit, mit dem Breitbänder, der keine Frequenzweiche drin hat, gut klingt. Die Röhre klingt auf einer Dreiwegbox mit so klassischen Frequenzweiche, Hochtöner, Mitteltöner, Tieftöner, Bass, Membranen, blablabla. Auf der Box klingt die Röhre mau. Nicht der mau, schlecht, also. Na? Das heißt, wir müssen hier zwei Gruppen schaffen und diese zwei Gruppen getrennt betrachten. Das, was für die hier super ist, funktioniert hier nicht. Und das, was hier super ist, funktioniert hier nicht. Ja, also das ist, wir hätten das gedacht. Ich werde euch zuerst einmal chronologisch erzählen, wie ich die ganzen Röhren durchprobiert habe. Und dann die Kondensatoren und dann die Gleichrichterröhren. Und dann am Schluss werde ich euch sagen, welche Packages es gibt und was und wie gut zusammenpasst. Ja, so ungefähr so machen wir das. Ich hoffe, ich bringe das so zusammen, dass ihr auch damit eine Freude habt. So, als erstes möchte ich noch auf einen Kommentar eingehen. Und zwar beim letzten Video zu diesem Baby da. Und zwar hat jemand kommentiert, der FM300A klingt so präzise. Wozu brauche ich da noch eine Röhrenvorstufe? Bingo! Diese Frage beantwortet sich eigentlich von selbst. Und welch schönere Frage kann man stellen? Ja, gehen wir mal davon aus, wir leben in Schlaraffia und 100% unserer Musiksammlung klingt fantastisch und ist technisch perfekt abgemischt und ist absolut hammergeil. Okay, wir wissen genau, das gibt's nicht. Ja? Also 80% unserer Musiksammlung klingt nicht perfekt. Ja? Eine Endstufe, die präzise ist und genau das wiedergibt, was reinkommt, ist der perfekte Partner für eine moderne Vorstufe. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte die FM300A mit einer Röhrenvorstufe verheiraten. Warum? Weil viel von unserer Musik klingt ja eben nicht perfekt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Röhrenverstärker schön klingen. Ja, das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Aber eben gerade deswegen haben wir jetzt hier eine sehr hochwertige Vorstufe für unsere präzise Endstufe. Super Formulierung. Jetzt ist es ja so, ich habe euch ja schon erzählt, dass dieses Schaltungskonzept, diese Entwicklung von der Musical Paradise so reduziert ist, dass genau die Bauteile, die wir da reinsetzen, den eigentlichen Klang ausmachen. Und das ist das Perfekte an der ganzen Geschichte. Ich kann den Klang ein bisschen beeinflussen und etwas bekommen, das
ja, die Musik durchaus ein bisschen lebendiger macht, ein bisschen röhrig, ne? Das ist ja das, was wir wollen. Wenn ich jetzt unbedingt ein absolut steriles, klinisches Klangbild haben möchte, okay, dann ist diese Vorstufe nichts für dich. Dann tack direkt in die Endstufe und wieder schauen. Ja, und jetzt ist die Sonne aufgegangen. Ich habe gestern telefonieren angefangen und nicht mehr aufgehört. Ich habe euch warten lassen. Wie kann ich das nur tun? Das ist unverzeihlich. Ich bestraft werden. Hälfte aller Abonnenten weg. Gehen wir die Röhren an, oder? Hören wir uns die Röhren an, ja? Jetzt habe ich so viel schon probiert. Wie formuliere ich das? Es ist nicht einfach. Ja, inzwischen bin ich auch im T-Shirt, weil die Sonne draußen scheint und dann wird es hier auch ohne Ofen warm. Das ist Sonnenheizung. Die Konfiguration vom MP701 ist, wie wir schon gesagt haben, die Dip-Switches auf 1 und beim FM 300A die Lautstärkeregler auf 4 bis 5, je nachdem. Welche Röhren testen wir? Wir testen die 6N1PVI. Wir testen die 6N6PI Military Grade. Wir testen die E88CC. Das ist eine 6922WA Audioröhre. S4A von BTB. Premium Quality, handverlesen. Also das ist wie bei der Weinlese, da geht man zu den Reben und pflückt die einzelnen Röhren von den Reben runter. Traumhafte Röhre. Genau, dann habe ich auch noch eine 6N23P Washcott mitgetestet, weil mir die vom Musical Paradise von Gary empfohlen wurde. Nach was teste ich? Ich höre Auflösung, wie gut löst die Röhre auf? Ja. Dynamik. Dynamik in den Bässen, Mitten und in den Höhen. Ja. Dynamik heißt Kick. Ja, also wenn das Snare Drum, dann möchte ich richtig einen reingetreten bekommen. Gut. Dann das Bühnenbild. Wie gut ist die dreidimensionale Aufbereitung? Ist es zwischen den Lautsprechern? Geht es über die Lautsprecher hinaus? Und wie gut sind die Instrumente separiert? Wie gut stehen die Leute da? Dann auch ganz wichtig ist der Klang eher mitten betont, mit Körper, vibrant, ja? Oder ist es eher straff? Sind die Bässe hart, trocken, kicken? Oder es haben die Bässe Volumen und füllen den Raum. Das sind ungefähr die Kriterien, nach denen ich geschaut habe. Gut, also die 6N1PVI. Das war der Versuch mit einer Röhre, die wenig Gain hat, also weniger verstärkt. Wie harmoniert die mit dem FM 300A? Gar nicht. Null. Weder auf der Bedi noch auf dem Dreiweglautsprecher, ne, irgendwas schön. Bässe waren okay, aber die Mitten ohne Dynamik, die Höhen verschwommen. 6N1PVI, vergessen. Weg damit. Dann mache ich jetzt das so: Ich beschreibe euch jetzt zuerst den Klang der Röhren mit der Petit, mit dem Breitbänder. Also alle Leute, die einen hocheffizienten Breitbänder, einen Lautsprecher haben, der wenig, also der hocheffizient ist, die lauschen jetzt. Und alle anderen Leute, die HiFi-Lautsprecher haben mit Mehrwegsystemen, die müssen sich jetzt ein bisschen gedulden. Genau. Fangen wir an mit der 6N6PI OTK Military Grade. Reingesteckt, hingesetzt, wunderschön. Das ist, als wäre die Röhre für diese Combo gemacht worden, harmonisiert. Also das ist wirklich, wie ich das Ding hier reingesteckt habe, habe ich sofort das Gefühl gehabt, was will ich mehr? Ich habe auch
später versucht, Röhren zu mischen. Die vorderen zwei Röhren, die müssen immer gleich bleiben, aber die hintere, da darf ich eine andere reinstecken. Also ich habe es probiert, hinten E88cc, vorne 6N6P. Es klingt komisch. Wenn ich vorne eine 6N6P habe, die so und so klingt, und hinten eine E88cc, die so und so klingt, in der Theorie denke ich mir, oh wow, da kann ich ja was zusammen machen, wo ich die Vorteile und Nachteile beider praktisch, also die Vorteile von der einen da und die Vorteile von der anderen da und dann keine Nachteile. Ja, so denkt man sich das. Es ist wie wenn jemand schizophren ist, wie wenn einer so ja, und dann, das funktioniert nicht. Es ist einfach nicht homogen. Und die Röhre, die bei der MP701 dieses absolute homogene Gefühl gibt, wo ich einfach mir denke, wunderschön, am Breitbänder, das ist die 6N6P. Bässe haben Kraft, sind vibrant, füllig, ja. Die Mitten haben Körper, die Instrumente sind sehr körperhaft, wunderschön, betonte Mitten, Stimmen, ah, oh, herrlich. Betonte, herrliche, angenehme Stimme. Egal, ob es die Grace Jones ist oder die Toni Braxton oder der Lou Reed, die Stimmen werden von der 6N6PI wunderbar betont. Sie macht eine schöne Bühne, geht über die Lautsprecher hinaus, sie staffelt schön, eine natürliche Staffelung, ohne Betonung und ganz klare Höhen, die nicht nerven. Null nervige Höhen. Die Höhen sind wunderschön, klar und sanft. Ja, perfekt. So. Gut. Dann kommt die E88cc. Das ist eine S4A. Das ist eine Variante von der 6922WA. Also eine Audioröhre. Und die ist jetzt ein bisschen teurer, die kostet ein bisschen mehr. Ich glaube, irgendwie so das Doppelte von der da. Und das ist halt handverlesen, wenn die Leute von BTB zu den Weinreben gehen und die Röhren dann so Hand runter, Handlese, Weinlese, Röhrenlese. Und die ist etwas, die betont die Höhen. Ja? Also wir haben jetzt die 6N6P raus, wir schmeißen die E88cc hinein. Die haben noch mehr Verstärkung. Man dreht auf und man sitzt da und denkt, wow, unglaublich. Bang! Das ist wie auf Drogen. Das ist unglaublich. Die Instrumente werden jetzt separierter. Also jetzt habe ich nicht nur eine klare Bühne gehabt, sondern ich habe plötzlich jedes einzelne Instrument total definiert an einem ganz bestimmten Ort. Sie hat wesentlich, also der Rauschteppich ist minimal. Man hat das Gefühl, das Bühnenbild ist noch ruhiger. Also es ist mehr Ruhe im Ganzen und es ist fester. Es steht da und wow, Wahnsinn. Die 6N6P ist harmonisch und die E88cc S4A. Oh yeah, die gibt Gas, die marschiert durchs Zimmer, bang, wow. Die E88cc S4A von BTB betont die Höhen. Also ich habe eine Röhre, die mehr Höhen bringt. Ja, also das ist eine helle, klare, helle Röhre. Das heißt, wenn ich bei der Fostex, bei der Petit, einen Fostex mit FE Breitbänder habe, der sehr höhenbetont ist. Ja, der FE 103, egal Sigma NV oder der FE 108 Sigma, dann wird das schon ein bisschen zu viel. Also außer man mag das. Wenn man das mag, dass es hell klingt, wenn Sie der Typ sind, der die Lautsprecher reindreht, dass einem die Hochtöne so richtig Schmalz geben, dann werden Sie die hier lieben. Für den FE 103 in der PD ist mir persönlich das schon zu viel. Ja? Aber in der Hummel
mit dem FF125WK oder eine Petit mit FF125WK oder FF105WK, ja, ist die perfekt, weil da die Höhen ja nicht so betont sind. Ne? Was kann ich noch zu dieser E88CC BTB S4A Röhre sagen? Ich muss in meinen Zettel gucken. Ich habe geschrieben, der Bass ist extrem stramm, aber die Dynamik kickt massivst. Ein extrem cleanes, dreidimensionales Bild. Die Mitten sind wunderschön, aber ein bisschen weniger als mit der 6N6. Die Höhen sind sehr schnell. Top Auflösung. Löst noch mehr auf als die 6N6P. Logisch. Kostet das Doppelte. Klingt auch so. Traumhaft. Alle Mehrweg-Leute aufwachen und alle Breitband-Leute einschlafen. Die 6N6P, die beim Breitbänder so wunderbar Musik gemacht hat, die geht jetzt bei dem Dreiwegsystem total unter. Das ist einfach nur grauenhaft, zu viel Mitten, das wird total verwurstelt. Das klingt wie ein zusammengemischter Leberkäse, das kommt überhaupt nicht, das geht gar nicht. Also die 6N6P war auf einem Mehrwegsystem einfach nicht schön, rausgeschmissen. Als Budgetlösung habe ich dann eine 6N23P Washcott gefunden. Gibt es auch von verschiedenen Fabriken, aber die Washcott sind da scheinbar die besten. Reingesteckt, wunderbar. Was habe ich geschrieben beim Mehrwegsystem zur 6N23P? Sehr schnell, dynamisch, klare Stärken, Höhen, klare Höhen. Etwas zu viel Bass, aber sie drückt extrem. Wer mag das nicht, wenn ein Bass extrem drückt? Also die N623B im Musical Paradise in der Vorstufe und dem FM300B und man sitzt vor seinem Dreiweggerät und man denkt einfach nur, oh wow, ist das geil und mehr. Super. Löst schön auf, macht eine große Bühne über die Lautsprecher hinaus, gibt dem Ganzen Schub, der Bass kickt richtig heftig rein und ist total ausgewogen. Es ist nicht irgendwie zu boomig und nicht zu straff. Perfekt, traumhaft. Und die Röhre ist als Budget-Version 1A. Wunderschön. So, und dann habe ich die S4A E88CC von BTB reingetan, diese handverlesene High-End-Audio-Röhre. Und das ist einfach nur unglaublich, wie geil. Diese, also, wenn man vorher mit der Petit, mit diesem feinen, diffizilen, wunderschönen Klang hört und dann tut man diese Röhre in so große Standlautsprecher mit vier Membranen rein und das bläst einen so richtig gegen die Wand. Das ist so hart. Klingt traumhaft. Die dreht denen die Wadeln-Ferie. Also die S4A BTB E88CC reingesteckt, die Höhen kommen kristallklar rüber, mehr betont jetzt als die N23P. Oh, ich wäre schon total verrückt von diesem Namen. Das ist, ja, N23P, stimmt schon, alles richtig. Die kontrolliert mehr, die macht die Bühne auch groß, aber wesentlich gestaffelter, wesentlich detailreicher. Und ja, die hat einfach eine Dynamik. Das ist, also die russische Röhre, die macht einen schönen, klaren, kräftigen Bass, während der Bass von der E88CC S4A, der ist kontrollierter, strammer und dynamischer. Also wesentlich mehr Kick. Die Mitten sind etwas weniger Körper. Die Mitten sind etwas einen Tick zurückgenommen, aber die Höhen machen einen Sternenhimmel so klar definiert, unpackbar geil. Wunderschön. Genau. Das ist jetzt die Differenzierung dieser Röhren auf dem Mehrweg-Dreiweg-Lautsprecher, das auch sicher auf einem Zweiweg-System ähnlich nachvollziehbar ist. Gehe ich davon aus. Gut. So. Kommen wir zu den Gleichrichterröhren. Also die Gleichrichterröhren waren unheimlich spannend für mich, weil ich ja noch nicht gewusst habe, wie viel
Einfluss hat jetzt der Gleichrichter, die Gleichrichterröhre in den Klang? Ich habe das zwar schon gelesen, ich habe schon gewusst, das macht schon was aus, ja, aber ob das jetzt wirklich, es gibt, da ist man ein bisschen skeptisch und man ist natürlich jetzt unheimlich neugierig, was bringt das? Und das erste, was ich ausprobiert habe, war diese Stahlröhre, die 5T4 Stahlröhre. Diese Röhre ist unheimlich faszinierend, weil das ist eine alte amerikanische Röhre, wahrscheinlich, was weiß ich, 50er Jahre, 60er Jahre, keine Ahnung, die ist uralt. Und ich schaue einfach cool aus. Also das schwarze Teil da reingesteckt, das ist relativ günstig, die kostet nicht so viel und die hat einen riesen Vorteil, die ist sehr robust und die wird nicht so heiß. Also wenn Sie jetzt einen Hund haben, eine Katze oder ein sehr kleines Kind, das dann unbedingt da hingreifen will, dann ist es für euch ideal, diese 5T4 Stahl zu nehmen, weil die habe ich ein paar Mal während dem Betrieb versehentlich bin ich angekommen, tut man sich nicht weh. Es ist zwar heiß, aber das ist nicht verletzend, das ist wunderbar. Ja, und diese RCA 5T4 Stahl, Stil, die ist faszinierend vom Klang. Also ich habe sofort einen Unterschied zu der Röhre, die von Haus aus drin war, habe ich sofort gehört. Der Klang wirkt mit der 5T4, als hätte er ein wirklich starkes Fundament. Also die Bühne, das Orchester oder die Gruppe, die Band steht wie auf einem Betonfundament viel kräftiger da als vorher. Ja? Dann hat diese Röhre, die macht irgendwie Dynamik. Also die Instrumente, die marschieren viel schöner nach vorne. Die bei Schlagzeug, bei der Toni Braxton, boom, tschack, das kommt viel, da ist der Punch, hat irgendwie mehr Kraft. Das ist schon so, dass der Vorverstärker ist ja ein Verstärker, ja, und das Netzteil liefert ja die Kraft, die zum Verstärken notwendig ist. Und ich habe es nicht geglaubt, aber tatsächlich mit der 5T4 ist die Kraft viel fundierter, marschiert nicht aggressiv. Es ist nicht aggressiv. Es ist einfach kräftiger, dynamischer und marschiert wunderschön. Habe ich reingesteckt und sofort gesagt, das ist eine geile Röhre. Die Röhre ist meiner Meinung nach auch perfekt für ein Dreiweg, Zweiweg HiFi Lautsprecher. Absolut geil, wunderbar. Dann habe ich diese 5C Winged reingetan, die russische New Old Stock, die auch relativ günstig ist. Die sind die Stahl und die sind irgendwo bei 20 Euro. Und die ist jetzt total anders. Die ist weichzeichnend. Plötzlich ist der Klang, der schwebt mehr in der Luft. Das Ganze ist fein und die Dynamik ist nicht mehr so knallend, sondern die ist eher wie. Also die kommt eigentlich nur in Frage, wenn ich einen Lautsprecher habe, der knüppeldick spielt und irgendwie zu brummig ist, ja, würde ich jetzt sagen. Aber mir hat sie insgesamt nicht so gut gefallen und vor allem für die Petit, meh, ja, weiß nicht. Sie ist schön, ist okay, aber gegen die 5T4, meh, no. Das nächste ist dann die Linlei 274B. Das ist jetzt eine Edelröhre. Die kostet jetzt nicht mehr so um die 20 Euro, die kostet jetzt 50 Euro, das ist jetzt ein bisschen teurer. Und da hat man Kohlenstoff aufgebracht und die Linlei hat die auch eine Dynamik wie die 5T4 Stahl, aber sie ist wesentlich feiner, man hört mehr Detail raus. Das ist jetzt nicht mehr diese marschierende Korps von Soldaten, der durch das Zimmer durchmarschiert und man, yay, jetzt gehen die Sternlein auf und es glitzert und es hat aber immer noch Dynamik. Es marschiert schon noch, aber einfach feiner, diffiziler. Ja. Aber ich denke, so etwas hört man nur auf einem Breitbänder wie auf der Petit. Ja. Also ich glaube, bei einem Dreiweg-Lautsprecher wird man das nicht wirklich, den Unterschied nicht oder weniger heraushören. Was bei der Linlei mich wirklich fasziniert hat, ist dieser Bass und die Mitten atmen mehr. Man hat plötzlich das Gefühl, also die Tischplatte vibriert mehr. Also da ist mehr Volumen in der Musik. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mindestens die 5T4 zu holen. Ich glaube, dass man mit der gelieferten
Die mitgelieferte Gleichrichterröhre, da verschenkt man einiges an Klang. Die 5T4 würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und als nächstes sprechen wir jetzt über die Kondensatoren, die Koppelkondensatoren. Und die Koppelkondensatoren, auch das war unheimlich spannend. Was bringt mir der Koppelkondensator? Und ich glaube, wenn man vom Koppelkondensator wirklich was Gutes holt, kann man sich die Linlei sparen. Aber ja, wenn man die Linlei einmal drinnen gehabt hat, dann möchte man sie nicht mehr rausnehmen. Die da. Genau. Obwohl ja die 5T4 so cool ausschaut, ne? Mit all dem, was ich weggeschnitten habe, vielleicht 2 Stunden über den Klang von den Dingen geredet und jetzt muss ich euch noch den Klang dieser Kondensatoren beschreiben. Jetzt wird's anstrengend. Jetzt wird's echt anstrengend. Also, die Kondensatoren haben einen sehr großen Einfluss auf den Klang. Ich habe das nicht geglaubt, aber es ist absolut massiv. Die eingebauten blauen, die sind nicht schlecht. Die Kondensatoren, die mitgeliefert werden in der Grundausstattung, die sind recht gut. Ja, also mir ist aufgefallen, der Kondensator hat einen sehr großen Einfluss auf die Dynamik. Also die Dynamik hängt sehr stark vom Kondensator ab und Bass und Höhen. Also ich habe als erstes, wie gesagt, diese Basic Supreme Aluminium M-Cups probiert und die waren gar nicht gut. Die waren schlecht. Einfach alles war alles ein Stück nach unten. Dynamik, Auflösung, Höhen, Bühnenbild. Na. Als zweites habe ich diese Silbergold Evos probiert, die mir BTP zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön. Die sind sehr dynamisch. Die sind schon auf der Petit am Breitbänder viel zu dynamisch. Das hat wehgetan. Das war nicht, das harmoniert nicht. Und es hat sehr, sehr geschrien, also schreien. Also die Stimme von der Grace Jones war nur mehr schrill, grausig. Sicher toller Kondensator, aber für die MP701, nein, nicht gut. Ich habe dann als nächstes die M-Cup Supreme Evo Aluminiumöl genommen. Das heißt, das ist jetzt eigentlich, es ist ein Supreme Kondensator. Das heißt, es ist von der teuren Produktgruppe, aber ohne Gold und ohne Silber, aber mit Öl. Und das war genau dasselbe Erlebnis. Mit diesem Kondensator habe ich genau dasselbe Erlebnis gehabt, wie ich die 6N6P reingesteckt habe. Das ist einfach, du machst das Ding rein, es macht Klick und es ist einfach nur schön, einfach perfekt. Könnt ihr euch erinnern, die Linlay Gleichrichterröhre? Dieses Atmen, wenn plötzlich der ganze Klang so richtig zum Atmen anfängt, ja? Und der ganze Raum mitschwingt und die Tischplatte und der Boden, alles auf einmal wunderschön. Die sind ungefähr so 40 Euro das Stück und das Geld ist wahnsinnig gut angelegt. Wir wissen, in der MP701 sind die Koppelkondensatoren drinnen mit 2,2 Mikrofarad. Ja? Und wir wissen ja, wenn wir eine Frequenzweiche bauen, dass die Mikrofarad, dass der besagt, welche Frequenz mehr durchgeht und welche weniger. Ja? Ich habe, weil wir ja bei der Petit, bei den Membranen, den Bass jetzt nicht so im Vordergrund haben, ausprobiert, diese Koppelkondensatoren auf 3,3 Mikrofarad anzuheben. Und tatsächlich, mit 3,3 Mikrofarad Evo Aluminiumöl kommt bei der Petit so ein wunderschöner Bass raus. Hammer. Ja, also wenn ihr einen Breitbänder habt, die Petit, egal ob das jetzt der FE Fostex ist oder der FF Fostex oder welchen Blödsinn auch man immer in die Petit rein, man der Petit antut, ja, egal, nehmt den 3,3 Evo Aluminiumöl, Hammer, wunderschön. Das ist meine Empfehlung für den Breitbänder. Erhaben über alles. Ich kann es auf die Spitze treiben. Ich habe mir den Supreme Silbergold
Öl geholt. Ja, das Ding kostet dreimal so viel wie der. Und wunderschön. Wunderschön. Der Raum wird noch größer, der Raum wird definiert, ist die Staffelung, aber das sind die letzten 10%. Also von dem hier auf diesen exklusiven Silber-Gold-Öl-Klassischen, der klassische, der das Doppelte bis Dreifache kostet, das rentiert sich nicht wirklich. Ihr müsst bei einer Sache ganz, ganz aufpassen, den ich euch hier empfehle, dieser Aluminium Evo Aluminium Öl Supreme, der ist vom Durchmesser höher als der Deckel. Also das Ding, das 3,3 Mikrofarad, passt so stehend nicht mehr hinein. Ja? Ich habe diesen auch als 1,5 Mikrofarad. Ja? Also wenn ihr schaut, der 1,5er, der passt locker rein, der ist kleiner. Ich habe jetzt nicht gecheckt, wie der 2,2er, ob der 2,2er noch stehend reinpasst. Ich werde das nachschauen und euch dann noch nachträglich einblenden. Ich blende euch die Höhen dann irgendwo ein. So, ich habe mit dem 3,3 Mikrofarad bei der Petit einen traumhaften Klang und ich habe die Möglichkeit, ihn liegend einzubauen. Ja? Also ich kann hergehen und das Ding dann praktisch so hinlegen und dann, was weiß ich, oben im Draht in einen und unten. Und nur, man muss aber dann die Drähte isolieren, weil wenn der Draht nicht isoliert ist und der kommt mit dem Gehäuse in Verbindung, das ist ja geerdet, mit Minus verbunden, dann habe ich einen Kurzschluss. Ja? Also man kann da schon was machen, dass man den 3,3 Mikrofarad reinbringt, aber man kann ihn nicht stehen reinbringen, man muss ihn liegen reinbringen und man muss auch, das, dann ist das, der Draht ist zu kurz, man muss den Draht verlängern mit Anlöten. Ja? Das ist natürlich jetzt eine Bastlerei. Gell? Warum habe ich einen 1,5 Mikrofarad Aluminium Supreme Aluminium Evo Oil hier? Der ist perfekt für Dreiwege, Mehrwege, Zweiwege-Lautsprecher. Ja, weil ich einfach festgestellt habe, dass unsere Kette mit dem Musical Paradise 701 und der FM300A auf einen so einen Buchart, Dreiwege, Magnat, Kanton, da kommt richtig ein ordentlicher Schwall Bass auf einen zu. Und wenn ich jetzt aber hier den Koppelkondensator am Schluss 1,5 Mikrofarad nehme, diese Mundorfs, Evo Aluminiumöl, 1,5 Mikrofarad, auf einem Hi-Fi-Standlautsprecher mit vier Membranen. Hammergeil. Was da an Energie in den Raum reingeht, die Mundorfs atmen so schön in den Raum hinein. Wunderschön. Perfekt. Also die 1,5 Mikrofarad für ein Mehrwegesystem mit Frequenzweiche, die 3,3 Mikrofarad für einen Einweglautsprecher, einen Breitbänder, der bei einem schlankeren Bass hat. Ja? Traumhaft. Boah, ich bin jetzt am Palaver-Limit. Es ist jetzt wirklich, jetzt habe ich so viel geredet über diese ganzen Teile. Zusammenfassung: Röhren. Ihr wollt auf Budget gehen. Ihr habt nicht so viel Geld. Ihr habt die Petit, einen Breitbänder 6N6PI. Ihr habt einen viel Mehrwege-Lautsprecher, Kanton, Elag, Buchard, Teufel. Entweder 6N23P oder wenn ihr ein bisschen Geld ausgeben wollt und wirklich hören wollt, wie gut euer Mehrwege-Lautsprecher klingen kann, wenn ihr wirklich was rauskitzeln wollt und so richtig eure Kinnlade auf den Fuß klappen möchte, die BTB S4A E88CC, die ist geil. Absoluter Wahnsinn. Da rein. Dann, wenn ihr die Röhren getauscht habt, geht auf jeden Fall auf die Gleichrichterröhre 5T4 Stahl. Die kostet 20 Euro. Das ist nicht die Welt, ja? Aber ihr habt sofort ein merkbaren, schöneres Fundament. Ja? Wenn ihr sagt, okay, 20 Euro, 50 Euro ist mir wurscht, die Linlei, traumhaft, Wahnsinn.
Ja, diese Sachen würde ich euch auf jeden Fall raten, macht es. Macht zumindest die günstigen Röhren und die günstige Gleichrichterröhre und ihr habt sofort mit einem Schlag ein Gerät, das mehrere Klassen besser ist. Ja? Dann, wenn ihr dann gemerkt habt, wenn ihr euch freut und ihr seht, wow, da ist jetzt wirklich alles viel schöner, dann sind 40 Euro das Stück, okay, man braucht aber nur zwei, aber wow, die Kondensatoren, die Koppelkondensatoren, die Aluminium, Evo-Aluminium-Öl, ja, ist nicht das teuerste, aber die gehen super, das ist so ein Unterschied, wow, reinknallen. Wenn ihr zum allerletzten gehen wollt, wenn ihr sagt, mir ist das jetzt wurscht, ich habe jetzt da schon 700 Euro plus Versand in diesen Vorverstärker gesteckt und ich will den Sinn dieser Schaltung ausreizen. Ja, also es ist ja der Sinn dieses Vorverstärkers, der Schaltung ist ja, dass die Bauteile den Klang ausmachen. Dann Linlay-Röhre, die Linlay 247B. Wahrscheinlich gibt es noch bessere und noch teurere, aber das ist super. Die 50 Euro und ihr seid glücklich. Und die Mundorf, die Supreme, die klassischen Supreme, Gold, Silber, Gold, Öl. Die klassischen. Ja? Weil mit 2,2 oder 3,3 Mikrofarad. Da rein, Traum. Absoluter Traum. Die Koppelkondensatoren, noch einmal, ihr könnt mit den Koppelkondensatoren den Klang beeinflussen, ja, habt ihr einen Mehrwegsprecher, so wie eine Teufel, die ist schon so richtig, die hat ja schon so viel Bass. Da sind ja da unten zwei, drei Bassmembranen, ne, oder vielleicht noch passive Membranen und pipapo. 1,5 Mikrofarad in die Koppelkondensatoren. Die Bude wackelt, aber der Bass ist unheimlich schön kontrolliert. Die präzise FM 300A gibt den Bass so geil weiter durch diese Mehrweglautsprecher. Hammer. Habt ihr einen Petit, einen Breitbänder, einen schlanken High-End-Lautsprecher, der beim Bass eher zurückhaltend ist? 3,3 Mikrofarad. Wunderschön. Gut. BTB macht jetzt drei Sets für euch. Ja, und ich habe diese drei Sets zusammengestellt. Das Set 1 ist für die Petit für einen FE-Lautsprecher. Also wenn ihr den FE 103 NV habt, FE 108 Sigma und in der Petit nehmt das Set 1, ja, da ist drinnen die 5T4 Stahl Gleichrichterröhre und die 6N6PI und der M-Cup Supreme Evo Oil, ja. Das Set Nummer 2 ist auch wieder für die Petit, aber nicht FE-Membran, sondern FF-Membran. FF125WK oder FF105WK. Und dann nehmen wir die E88CC, die teurere, noch extremere Röhre, die den mehr Höhen betont, ja. Und wir nehmen die Linlay. Die Linlay, Röhre, das ist sozusagen das Edelset. Das kostet jetzt ein ordentliches Stück mehr. Ja? Und wir bleiben aber beim gleichen Kondensator. Und das Set 3 ist für alle, die einen Mehrweg-Lautsprecher haben, also Dreiweg, Zweiweg, die bassbetont sind, wo der Lautsprecher an sich richtig fetten Bass in den Raum knallen kann. Ja? Da haben wir auch die 247 Linlay Gleichrichterröhre, weil die kommt bei so einem Ding wirklich wunderschön rüber. Und wir haben auch wieder die edlen E88CC Audioröhren von BTB. Und wir nehmen den M-Cup Supreme Evo Öl Aluminium mit 1,5 Mikrofarad, um den Bass ein bisschen zu bremsen. Und der passt auch so rein, wie er ist. Also da hat man kein Problem. Dann kann man einfach rein, wieder schauen. Genau. Gut, das waren die Sets, die wir bei BTB haben. Ich werde mir das noch einmal überlegen mit diesen großen Kondensatoren,
wie wir die hinlegen. Und ich werde nochmal mit BTB reden, ob wir den Draht hier verlängern können, dass das reinpasst, damit man nicht basteln muss. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, was wir da machen. Aber im Grunde genommen, ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen zu hören, was für einen Einfluss die Röhren und die Kondensatoren auf den Klang machen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr seid nicht eingeschlafen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen. Aber sie ist nicht. Oh, da bei der Dürme schwer. So, als erstes möchte ich noch eingehen und zwar. So.